Shi Heng Ji, Stärke gewinnen durch Achtsamkeit. Und Orientierung bedeutet, dass in dieser Weltanschauung wir eben sagen, der Mensch, der hat einen Körper und der hat einen Geist, nennen wir. Dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal mit der ersten Übung an. Vier Finger, ja, die rollen wir hier leicht zusammen. Wir machen natürlich mit, Freunde, ne? Kannst du das ständig halten? Oh. Einfach die Finger, bis die irgendwann wieder aufgehen. Ey, die gehen nicht auf, Bro. Scheiße. Du machst einfach fünfmal hier. Tschüss. So. Aber das, was dein Geist während dieser Dinge lernt, das ist etwas, wo bei sehr vielen Menschen fehlt. Mhm. Nicht rumheulen, weitermachen. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht, heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Danke für die schönen Kommentare immer. Lasst auch wieder jetzt was Schönes unten da. Lasst dem Video gerne auch Daumen nach oben da. Und zwar heißt das Video, in welches wir reingehen: Shi Heng Ji. Stärke gewinnen durch Achtsamkeit. Ich habe den Cousin angeschrieben vor einem Jahr ungefähr. Hab die Antwort leider nicht gesehen. Und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben. Dann hat er nicht mehr drauf geantwortet. Und ein paar Monate später habe ich ihn auf einmal in jedem deutschen Podcast gesehen, wo ich mir dachte, so scheiße, Digga. Du wärst der Erste gewesen, hättest du seine Antwort zeitlich gesehen. Sollte nicht so sein, vielleicht wird es in Zukunft nochmal irgendwann stattfinden, das Gespräch, aber solange werden wir uns jetzt mal ein Video von ihm reinziehen. Sehr starker Mann, ich bin gespannt. Let's go. Ja, vielen Dank für diese einführenden Worte. Und bevor wir da auch anfangen, meinen allerhöchsten Dank auch wieder an Jonathan, der es mir auch letztes Jahr ermöglicht hatte, hier ein bisschen zu sprechen. Und das Schöne ist bei Jonathan immer, dass er mir wirklich diese Freiheit gibt. Ich kann machen, was ich will. Und in dem Plan beispielsweise steht da jetzt einfach nur Activation. Ja, Activation von was? Das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, machen wir etwas, um den Körper zu aktivieren? Mache ich etwas, um den Geist zu aktivieren? Ja, das heißt, dieser Spielraum momentan, der ist sehr groß. Aber da in der Art und Weise, von wo ich komme, folgen wir bestimmten Philosophien. Ja, ist die Philosophie die Erklärung des Lebens? Das ist sie nicht. Aber sie gibt eben einfach so ein kleines Bild erstmal, damit man sich anhand dieser Philosophie oder anhand dieses Konzeptes eventuell einfach erstmal orientieren kann. So. Und Orientierung bedeutet, dass in dieser Weltanschauung wir eben sagen, der Mensch, der hat einen Körper und der hat einen Geist, nennen wir. Allein dadurch, dass ich sage, ich habe schon diese beiden Bereiche, kann ich jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich in die Schule. Und was von diesen beiden Bereichen wird aber in der Schule jetzt eigentlich entwickelt oder trainiert? Ist es der Körper, der trainiert wird, oder ist es der Geist, der in der Schule trainiert wird? So, wenn du eine gute Frage. Sportart machst, ist die Frage, was wird während dieser Sportart trainiert? Dein eigentlich immer beides, oder? Ich glaube nicht, dass die beiden Sachen getrennt voneinander stattfinden, jetzt so persönlich. Oder dein Geist. Letztendlich wird immer in gewissem Maße beides trainiert, weil Körper und Geist lässt sich in diesem Sinne einfach nicht trennen. Aber es gibt bestimmte Übungen, die können es fördern oder können stimulieren, dass prozentual die Entwicklungsstufe anders aussieht. Manche Dinge. Ja, genau. Meditieren ist ja mehr Geist, aber hat natürlich auch einen Effekt auf den Körper. Und Fitnesstraining ist mehr Körper und hat aber auch einen Effekt auf den Geist. So, hat er recht. Sehr körperbetont, andere Sachen sehr, sehr geistbetont. Und eine Besonderheit eben in dem, was. Der ist übrigens auch international sehr bekannt, ne?
So, der spricht doch auf Englisch und macht da viele Sachen so. Ich mag den sehr. Der hat auch eine krasse Präsenz, finde ich, eine krasse Aura. Diese Tradition des Shaolin-Tempels, schon seit 1500 Jahren versucht, an die Menschheit zu bringen, ist eben, dass die Kampfkunst, die Kunst des Kämpfens, die Kunst, deinen Körper so auszubilden, so zu entwickeln, dass er kampffähig oder verteidigungsfähig wird oder ganz simpel ausgedrückt, einfach, dass er stark wird. Entgegen sehr vielen buddhistischen Klöstern, die es mittlerweile auf der Welt gibt, lässt es sich sehr, sehr einfach ausdrücken, was ist der Unterschied zum Shaolin-Tempel. Wir wollen alle Frieden. Strong mind, strong body, wa? Wir wollen alle Balance. Wir wollen alle Harmonie. Wir wollen alle Ausgleich von Yin und Yang. Ja, das wollen wir alle. Aber eine Sache, die wollen wir noch. Oder auch andersrum, strong body, strong mind. Hinzu, die kommt dann noch zusätzlich hinzu. Nebst dieser ganzen Zufriedenheit und nebst dieser ganzen Balance ist eine Sache, die wir zusätzlich wollen, ist Stärke. 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 Und vor 10 Jahren habe ich eben angefangen, ein bisschen in der Welt einige Methoden, einige Praktiken zu streuen, habe das Ganze auch in einer Art und Weise so aufbereitet, dass es erstmal sehr attraktiv ist, dass man da überhaupt anfängt, seinen Körper ein bisschen zu bewegen. Sprich, erste Stufe war, bewegt die Menschen dazu, sich zu bewegen. Bringen die Menschen dazu, sich zu bewegen. Warum? Ganz einfach. Weil einfach dadurch, dass ich auch sehr viel in der Welt jetzt ein bisschen rumgereist bin, da gibt es so ein bisschen die Annahme für mich, je besser es den Menschen geht, desto schwächer werden sie. Und das ist so etwas, ja, ohne jetzt Kritik zu üben, das ist einfach nur meine Feststellung. Das sehen wir in der westlichen Welt jetzt gerade, Digga. Wir haben das Thema vorher gehabt. Es fehlt hier ein bisschen an Stärke in Deutschland. Um es einfach mal vorsichtig auszudrücken an der Stelle, wa? Ich bin Ausländer, ich darf das sagen. Ja. Ja, aber es gibt einfach andere Kulturen, denen geht es vielleicht finanziell oder vom Wohlstand her vielleicht nicht so gut, aber die sind irgendwie, die haben geistig, sind die ein bisschen woanders und körperlich sind die auch woanders. So. Und um einfach mal zu sagen, ja, was bedeutet Stärke, das immer so Larifari zu sagen, ja, ich bin stark, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. So, im Shaolin-Tempel gibt es einfach sehr, sehr klare Dinge. Man kann Dinge testen und dann kann man wissen, wo stehe ich da gerade. Und wir fangen jetzt einfach mal mit einer Übung an, die ich auch letztes Jahr bereits gezeigt habe. Das ist eine sehr sanfte Übung. Es ist eine körperliche Übung, die zur selben Zeit aber, wenn man darauf achtet. Alright, Freunde, wir machen eine Übung jetzt, ja? Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ja? Ist, an sich selbst beobachten kann, wie schnell gibt dein Geist auf? Wie ist es so um deine Willensstärke bestellt? Was passiert mit dir in dem Moment, wo du dich selbst in eine Situation begibst, die ist nicht angenehm. Die ist nicht angenehm, aber das ist eben genau eines dieser Prinzipien, die wir im Shaolin Kung Fu bezeichnen. Da merkst du, wo du stehst. Ich habe das jetzt auch für mich gemerkt. Wenn Situationen kommen, die für mich nicht angenehm sind, die mich challengen und so, da merke ich, Digga, wie spirituell bist du wirklich gerade? Wie bewusst bist du wirklich gerade? Wie sehr lässt du dich von dem, was gerade passiert, beeinflussen? Wie sehr bringt es dich aus der Bahn? Wie sehr hält es dich davon ab, die Dinge weiterhin zu tun, die du zu tun hast? So, da merkst du, wo du stehst, Bro.
Du merkst nicht, wo du stehst, wenn immer alles nice läuft. Du merkst erst, wo du stehst, wenn du Probleme, Challenges, Dinge in dein Leben reinbekommst, die dich aus der Bahn werfen, in Anführungszeichen, oder versuchen, dich aus der Bahn zu werfen. Wie stark bist du dann? Wie sehr ziehst du trotzdem noch durch? Das ist das, wo sich zeigt, was du gerade bist oder wie stark oder wie überzeugt und wie spirituell du gerade bist, so, weißt du? Ist crazy, Mann. Und vor allen Dingen, das passiert auch meistens dann, wenn du das Gefühl hast, so, ey, jetzt ist alles gut, so, ich bin voll krass, ich stehe voll krass da und ich bin der King und alles läuft nice und so, und dann auf einmal kommt Gott und sagt, zeig mal, Bro, zeig mal kurz her, Digga. Dann kommt ein Punch vom Life, Alter, weißt du, wie ich meine? Und dann siehst du, wo du wirklich stehst. Als manchmal ist es notwendig im Leben, bitter zu essen. Nicht immer nur süß. Ab und zu auch bitter. So, okay? Und dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal mit der ersten Übung an. Da darf jeder noch gerne sitzen bleiben. Das geht auch. Und zwar 4 Finger. Ja, die rollen wir hier leicht zusammen. Falls jemand Ringe anhat, dann wäre gut auszuziehen. Wir machen natürlich mit, Freunde, ne? Ja, 4 Finger zusammen. Und dann den Daumen einfach hier, der liegt ungefähr zwischen Zeigefinger und die Kuppe, berührt vielleicht leicht den Mittelfinger. Einfach leicht eine Faust ballen. Beide. So, jetzt habe ich hier zwar keine Uhrzeit, aber das machen wir rein aus dem Kopf heraus. 3 Minuten lang. Wow. Ballen wir einfach mal die Fäuste. So, 3, 2, 1. So, und jetzt einfach mal die Fäuste ballen. But the idea is that the reason why people develop Bro, wie soll ich jetzt die Werbung überspringen, Digga? And the reason why people their facial structure is changing and their teeth are getting bunched up. His thought, and it's not just his, it's many. Okay, struggle it in, man, Alter. Aber so fest es geht. So fest es geht. So, und jetzt fängt eben etwas an, wo wir sagen, jetzt kommt die Achtsamkeit mit rein. So, Achtsamkeit auf was? Nummer 1. Hör auf, schwächer zu werden. Ja, weil es ist anstrengend, da die ganze Zeit zu gucken, okay? Ist immer noch voll. So. Das heißt, beobachte erstmal überhaupt nur, kannst du das ständig halten? Da ist ständig ein neuer Schub an Energie, an Willenskraft notwendig, dass du konstant hart bleibst. In dem Moment, wo du merkst, oh, das wird schon wieder schwächer, geh wieder rein. Das heißt, das ist eine Ebene der Beobachtung. Beobachte also, wann fängt es an, schwach zu werden, und dann geh dagegen. Das ist Nummer 1. Ich hoffe, ihr macht mit, Langer, ich schwöre dir. Es eine Art von Achtsamkeit, wo wir noch ein bisschen tiefer gehen können. Wer noch schreibt, der macht nicht und mit. Und zwar haben wir 10 Finger. In der Regel. So, jetzt geh mal in deinen kleinen Finger. Oh, Digga, ist krass. Okay. Und vergleich deinen kleinen Finger, die Intensität und die Kraft des kleinen Fingers, vergleich die mal zum Beispiel mit deinem Daumen oder mit deinem Zeigefinger. Und normalerweise wirst du da feststellen, der kleine Finger hat eine weniger starke Dichte oder Intensität oder Kraft als Zeigefinger und der Rest. Tut mir weh, Aber Digga. Wir wollen, dass unsere Fäuste, dass unsere komplette Hand gleichermaßen harmonisch ausgefüllt ist. Das bedeutet, du musst also jetzt mit deinem Geist eigentlich in Richtung kleiner Finger, Ringfinger. Da muss eigentlich mehr Intensität rein. In kleiner Finger, Ringfinger muss mehr Intensität rein, aber die anderen werden dadurch nicht schwächer und weiterhalten. Ja? Das waren bestimmt schon 2 Minuten, aber dadurch, dass es hier keine Zeit gibt, machen wir noch 2 Minuten dran. Ja, weiter. Ich küsse dein aufgeben. Herz, Digga, ist schon hart. Das ist sozusagen aber wir sind ist da, Bruder. Eine körperliche Übung. Aber zur selben Zeit ist jetzt einfach mal die Frage, das ist eine sehr simple Aufgabe. Balle deine Fäuste für 4 Minuten. Aber da passiert sehr viel. Ist so. Weil jetzt frag dich selbst nochmal, bin ich schwach geworden? Und natürlich ist die Antwort ja, also drück nach. Na!
Drück, Junge, drück jetzt! Okay, noch eine Minute, weiter, weiter. Das macht mich schon stärker nur beim Tun, Digga, ich schwör's dir. Akwert, Mann, du Hund! Ich rede mit mir selber. Manchmal gibt's dann auch die Fragen, ja, soll ich nur die Fäuste ballen oder auch die Unterarme oder auch die Schultern, Bizeps, Trizeps? Das kommt darauf an, wie sehr du deinen Körper unter Kontrolle hast, wie sehr dein Körper auf dich hört. Wenn dein Körper nämlich nicht auf dich hört und du sagst anspannen, dann macht er das eventuell. Boah, Dicker, ich merke jetzt schon mal. Dann ist alles steif. Aber die Anweisung heißt die Fäuste ballen. Die Fäuste ballen heißt, der Rest hier ist nicht angespannt. Die Fäuste sind angespannt. Die Finger, die Fäuste möglich machen, die sind angespannt. Der Rest hier ist locker. Oh, Dicker, ich merke jetzt schon morgen Muskelkater, safe. Das bedeutet auch Achtsamkeit des Körpers, dass du darüber bestimmen kannst, was an meinem Körper soll jetzt angespannt sein und was an meinem Körper soll jetzt locker sein. So, letzten 30 Sekunden nochmal Vollgas. Ja, gebt Vollgas, noch mal Dicker, richtig rein. Vollgas nochmal, Freunde, ja? Ich weiß nicht, ich hoffe, ein paar von euch machen mit. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und dann Kraft rausnehmen, einfach Zeit lassen und einfach die Finger locker lassen, bis die irgendwann wieder aufgehen. Ey, die gehen nicht auf, Bro. Scheiße. Ja, kann ein bisschen dauern. Ich schwöre dir, okay, Digga, ey. Jetzt trotzdem Achtsamkeit noch bei euch halten. In dem Moment, wo die Finger langsam fast offen sind, ja, fühlt einfach mal so in eure Hände. Das sind eure Hände, also spür da jetzt selbst mal rein. So. Und das Gefühl kann von Person zu Person unterschiedlich sein, aber was eigentlich, wenn du es richtig gemacht hast, sehr deutlich wird, ist, die fühlen sich schwer an. Ja. Da ist Blut jetzt sehr, sehr viel in den Fingern. Boah, krass! Digga! Eventuell prickelt es ein bisschen oder prickelt in mir, Alter. Es ist ein bisschen warm. Das heißt, es sind verschiedene Sensationen, die jetzt hier. Oh, ey, Digga, die sind voll mit Blut, Bro. Guck dir das an, Digga. In den Fingern sind. Und ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber einfach so die Frage an euch, die man sich dann merken kann, dieses Gefühl, was man eben jetzt in der Handfläche, in den Händen hat. Wenn ich heute Morgen oder jemand wäre heute Morgen zu euch gekommen und sagt, kreier mal dieses Gefühl in deinen Händen. Mach das mal. Wie hättest du das gemacht? Also, wie kommt man dahin, dieses Gefühl, was man da jetzt eben so gespürt hat, das in den Fingern zu haben? Ja, wenn man die richtigen Methoden dazu nicht kennt, gar nicht. Das heißt, nur weil wir uns eben jetzt ein paar Minuten mit einer bestimmten Methode auseinandergesetzt haben, haben wir ein Resultat bekommen. Und das Resultat ist, dass du halt dieses spezielle Gefühl der Hände hast. So, mal unabhängig davon, für was das jetzt zum Beispiel ist. Jetzt einfach mal eine nächste Übung, die geht ganz schnell, weil... Die Rinde sagt gerade, brauch jetzt Magnesiumöl. Hier, Digga. Sprühmagnesium. Haben wir auch gelernt in dem Video. Wir haben ein bisschen Magnesium auf die Hände gesprüht hier. Auf süß. Da gibt es eine Lösung für alles, ja? Sprüht in mein Alter. So, dann kriegen wir morgen auch keinen Muskelkater. Hab schon drauf. Ey, ist das geil, Alter. Ist das geil.
Der Stream ist der geilste Stream, den es gibt auf Twitch, man. So eine Sache machst du nirgendwo anders. Sag ich dir so, wie es ist. Geil, auch heute mal ein Video mit Aktivitäten. Und so wie ich das gesehen und gehört habe, ist es Mönche sogar, es können, dass die diese Energie in die Hände reinleiten, ohne diese Fäuste zu bilden und dass die Hände sich dann so anfühlen. Einfach mit Achtsamkeitsübungen lassen die die Energie in die... Ey, meine Hände zittern immer noch, ja? Wow. Crazy. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass du mit Achtsamkeitsübungen auch Energie in Körperteile rein meditieren kannst, beziehungsweise fließen lassen kannst, so weißt du, dass das Blut fließt. Ja, die geht sehr, sehr schnell. Und zwar vorsichtig, ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Einfach mal links ist hier ein Knochen, hier oben, linker Arm nach vorne strecken, ja, oberer Knochen, rechts, unterer Knochen. Und jetzt versuchst du einfach mal, sag mal, fang mal fünf. Du machst einfach fünfmal hier. Tschüss. So. Allein beim ersten Mal merkst du schon, das ist nicht gut. Das macht keinen Spaß. Vor allem nicht, wenn du wirklich sagst, Knochen auf Knochen. Das ist krass, weil Digga. Das Normale, was da passiert ist, Schmerz. Schmerz. Jetzt ist es aber so, ohne da einfach jetzt auch zu viel und in die Tiefe zu gehen, aber diese Art des Trainings ist auch etwas, was innerhalb des Shaolin-Tempels sehr oft praktiziert wird. Wenn bestimmte Trainingszyklen angesetzt sind, baut Stärke auf, ne? Dann bedeutet auch eine gewisse, wie sagt man, dass man aushalten kann, Schmerz. 30 Tage, 90 Tage, 180 Tage, jeden Tag, selbe Uhrzeit, ohne Wenn und Aber, ob du Lust hast, ob du keine Lust hast, dann stellst du dich hin, hast dein Training und... Boah, krass. Oh, Digga, ich will da hin. Ich will mir selbst wehtun. Masochismus in den Männern, Alter. Digga, der hört gar nicht mehr auf. Bro, fünf Dinger, die tun immer noch weh gerade. Tschüss, Alter, hört ihr das Geräusch, Digga? Ruff! Hör auf, Digga! Der fühlt es schon gar nicht mehr. Eine Stunde. Eine Stunde? Guck mal, sie guckt. So, jetzt wird der moderne Mensch sagen, ja, für was brauche ich das in meinem heutigen, modernen Geschäftsleben? Das hat doch mit mir überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, die Übung an sich, das ist wahr. Bro, diese Stelle, wo ich draufgehauen habe, tut immer noch weh, Lager. Ich bin schwach, Alter. Scheiße, ich will auf jeden Fall sowas, ich habe Bock darauf. Wahrscheinlich nichts. Das, was es dem Körper tut, wahrscheinlich auch nicht. Aber das, was dein Geist während dieser Dinge lernt, das ist etwas, wo ich mir sehr sicher bin. Das ist etwas, wo bei sehr vielen Menschen fehlt. Mhm. Diese Stärke im Mind, ja. Und das bedeutet, und was ist es, was da so ein bisschen fehlt manchmal? Ja, auf Deutsch heißt das, den inneren Schweinehund besiegen, über dir zu stehen, Ungemach zu ertragen, nicht rumheulen, weitermachen. Weil das nämlich genau das ist, was den Unterschied macht. Wenn ich morgens schon aufstehe und weiß schon, während ich im Bett liege, gleich muss ich wieder. Dann habe ich schon keine Lust. Aber ich mach's trotzdem. Manche Dinge im Leben, da geht es nicht um Lust. Da geht es darum, dass du durchs Leben läufst und ab und an schmeißt dir das Leben dann eine Herausforderung vor die Füße. Die hast du dir gar nicht ausgesucht.
Aber wir sind in diesem Leben halt nicht bei Wünsch dir was. Das heißt, die Frage ist, was passiert in dem Moment, wo etwas auf uns zukommt? Es tut mir gerade mega gut, seine Worte. Unvorhergesehen kommt das Ganze nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ja, da gibt es nur eins. Vorbereitet sein, wenn es kommt. Vorbereitet sein, wenn es kommt. Und was ist dieses Vorbereiten? Deinen Geist und deinen Körper schon so... So ein OG braucht man, Digga, ich schwör's dir. So ein OG wünsche ich mir auch, Bro, Alter. So jemanden brauchst du in deinem Leben, ich schwör's dir. Während des Lebens zu konditionieren. So einer will ich auch sein in Zukunft. Bin ich auch jetzt schon für ein paar Menschen, aber ich will noch ein heftigerer Typ sein, noch ein heftigerer Mensch einfach, dass einem sofort bewusst wird, Digga, wenn du dich mit dem umgibst, dann kannst du nichts falsch machen. Auszubilden, dass deine Grundeinstellung eventuell einfach so ist, das Leben ist nicht einfach, aber du wirst von Tag zu Tag stärker, wenn das deine Philosophie ist. Es wird nicht passieren, dass das Leben einfacher wird. Das Leben ist einfach so, wie es ist. Hoch und runter, links und rechts, rein und raus und alles drum und dran. Frieden und Krieg hier, haben, nicht haben, Gewinn, Verlust, immer dasselbe. Immer dasselbe, seit Jahrtausenden, aktuell und in der Zukunft genau dasselbe. Immer dasselbe. Facts. Das Einzige, was du machen kannst, ist stärker werden, ist Facts. Frage? Ja, aber was soll ich persönlich, wie soll ich das machen? Nachdem ich das sehe, Vergangenheit dasselbe, aktuell Gegenwart dasselbe, Zukunft dasselbe, was soll ich tun? So, und meine Antwort, unsere Antwort, eine Sache davon ist, mach dich stärker. Körperlich stärker, geistig stärker, emotional stärker. Und für diese Stärke gibt es eben verschiedene Übungen. Übungen, die etwas an dir, in dir hervorbringen, womit du dich eben dann konfrontieren musst und dann feststellst, was für ein Mensch bist du. Was für ein Mensch bist du eigentlich? Du repräsentierst nach außen, du sagst, du bist stark hier, da, okay. Und dann, ja, wo, und dann mach den Test. Der Test, Digga, der Test kommt, Bro. Ich schwör's, der Test kommt immer. Ich hab's gemerkt in meinem Leben. Immer dann, wenn du denkst, alles ist nice und du bist stark und du bist krass und du bist dies und du bist das, dann kommt wieder der nächste Test. Das Ding ist halt, man muss daraus lernen und man muss dann halt wirklich auch was verändern und stärker werden jeden Tag. Weißt du, das ist nämlich die Challenge, dass du auch wirklich diese Tests siehst und merkst, okay, fuck, ich bin noch nicht stark genug und dann an dir arbeitest und jeden Tag eine bessere Version wirst, so weißt du. Weil ich habe auch dieses Mal und letztes Mal jetzt aktuell auch zugehört, was zum Beispiel bei... Ich habe gerade, das ist wegen, für mich ist es so powerful gerade und ich nehme mir das wirklich heftig zu Herzen gerade, was der sagt und das hilft mir auch sehr viel gerade, weil ich aktuell auch so eine Situation habe, so, wo sich zeigt, wie stark ich wirklich bin und wie gefestigt ich bin und ich merke, Digga, ich habe noch was zu tun, ich muss noch stärker werden, Digga, ich muss noch mehr schauen, dass mich Dinge von außen nicht beeinflussen und weiter durchziehen. Das ist auch der Grund, warum ich dann heute wieder live gekommen bin und mein Ding so durchziehe, als ob nichts ist, Digga, weil ich muss stark sein, ich muss, egal was ist, ich muss weiter durchziehen. Diskussionen, alles gesprochen wird, die Ideen, die Eindrücke und das sind sehr, sehr viele, viele gute Ideen, gute Eindrücke, gute Visionen. Aber die Frage am Ende für mich ist dann immer, wenn ich da sitze, dann frage ich mich immer, und wer macht es am Ende? Und dann ist es ganz einfach. Hier im Raum geht es allen gut. Jeder hat was zum Anziehen, hat schöne Kleidung, hat Markenkleidung, hat eine schöne Uhr, hat Ringe hier, da, euch geht's gut. Ja? So. Wenn aber jetzt jemand anfangen will, das System zu stürzen oder
etwas, was momentan halt läuft, wenn du da anfängst, deinen Finger reinzustecken, was bedeutet das? Du versuchst also, etwas, was bereits am Laufen ist, etwas zu ändern. Ja, da gibt es aber diejenigen, da gibt es aber eben dann einfach Kräfte, ja, die wollen aber nicht, dass du das änderst, weil es läuft ja. Nur für dich läuft es eventuell nicht. Das heißt, was passiert in dem Moment, wo du sagst, Änderung? Ja. Widerstand. Die Änderung wird dich was kosten. Und zwar den Standard, den du jetzt hast. Und da ist die Frage, ja, wer ist dazu bereit? Suchst dir aus, Systemänderung, und du musst etwas von deinem aktuellen Lebensstandard abgeben, oder nee, eigentlich ist doch schon ganz okay, hier lebt sich eigentlich gut in Bayern. Geile Metapher, bruv. Suchst dir aus. Und dann fängt es wieder an, dann trennt sich die Spreu von Weizen. Weil nämlich das sehr, sehr wieder damit einhergeht, Komfortzone verlassen oder nicht? Und wenn man es nicht gewohnt ist, Komfortzone zu verlassen, dann bleibt man lieber drin. Dann wirst du das nicht tun. Mhm. Und dann ist leider jede großartige Idee bleibt eben Idee. Und eine Art und Weise, einfach selbst mal wirklich zu gucken, wo stehst du selbst zum Beispiel. Es ist so oft wie möglich die Komfortzone verlassen. Ich schwör's dir. Wenn du es nicht von alleine tust, dann wird dich das Leben auf jeden Fall, wenn Gott dich zu was Großem bestimmt hat, dazu zwingen, deine Komfortzone zu verlassen. Aber es ist so wichtig, dass du es regelmäßig selber tust auch. Und das tust du schon, indem du trainieren gehst, obwohl du keinen Bock hast. So. Das tust du schon in dem Moment, weißt du? Oder indem du dich hinsetzt und durchziehst mit deinem Job oder mit deinen Dingen, die du vorhast, obwohl du keinen Bock darauf hast. Das ist das, wo wir als unsere Organisation ein bisschen da einfach die Achtsamkeit auch aufbringen wollen, zu sagen, wir haben alle Fantasien und wir haben alle Träume und manchmal ist notwendig, davon mal aufzustehen. Und zwar in dem Moment, dass du einfach mal testest, was du da eigentlich in die Welt trägst, ob das so funktioniert. So. Und vielleicht weiß auch noch nicht jeder, woher ich eigentlich komme und was ich eigentlich mache. Normalerweise bin ich kein Redner. Es hatte sich nur in der Vergangenheit komischerweise ergeben, dass ich mal eine Einladung hatte zu einem TEDx-Talk und dann ging dieser TEDx-Talk irgendwie 14 Millionen Mal um die Welt. So, und danach kamen dann die ganzen Anfragen, ja, kannst du nicht bei uns mal reden? Ja, und ich dachte mir, was soll ich denn sagen? Ja, aber ich bin normalerweise kein Redner. Du bist ein Leber. Und das sind die am meisten und am besten Dinge zu erzählen haben. Auch aktuell kommen so viele Anfragen rein. Ja, kannst meine auch, Bro. Zu viel geworden. Bist abgehoben, Digga. Hast nicht mehr geantwortet. Ich küsse deine Zähmeldrüse. Hier mal ein bisschen reden und hier Impulse geben und da. So, wenn es aktuell so weitergeht, brauche ich mein Leben lang nichts anderes mehr zu machen, als auf der Bühne zu stehen, zu reden. Ja, und danach habe ich ein entspanntes Leben. Aber habe ich keine Lust drauf. Weil du ein Macher bist. Ja, das bin so nicht ich. Ich bin zwar froh darum, dass ich da so reingerutscht bin, aber ich habe da auch beschlossen, eigentlich gerade vor 2 Wochen war schon wieder ein TEDx-Talk und dann habe ich für mich beschlossen, okay, letzter. Der letzte in den nächsten 5 Jahren. So, ganz einfach aus dem Grund. Weil mittlerweile gibt es so viel verschiedenes Material, was ich bereits oder unsere Organisation auch in die Welt getragen habe. Bei jedem Gespräch, zu dem ich gerufen werde, sage ich immer dasselbe. Eventuell von einer anderen Perspektive, eventuell mit einem anderen Zugang, aber inhaltlich ist es immer dasselbe. Und das sagt mir, es ist genug geteilt. Es ist genug geredet. Jetzt ist wieder Zeit,
weniger reden, weniger Öffentlichkeit, klein werden, vom Thron runterkommen, unscheinbar, unsichtbar werden, an sich arbeiten, in eine andere Welt wieder einzutauchen. Und was macht diese andere Welt dann mit mir? Die gibt mir dann wieder Antworten, neue Erkenntnisse, damit ich in 5 Jahren oder 10 Jahren wiederkomme. Geiler Typ. Aber das ist zum Beispiel eine Nachricht, die ich für mich empfangen habe. Es ist schön und gut, manchmal im Aufwind zu sein. Aber du kannst dein Leben lang nicht nur im Aufwind bleiben. Das Beste wäre, du genießt die Zeit, während der Aufwind da ist, und nimmst es in die eigene Hand, die Balance zu schaffen, bevor externe Umstände dafür sorgen, dass die Balance wiederhergestellt wird. Weil wer hoch hinausgeht, der wird auch tief fallen. I love you, bro. Kein Spruch von mir. Das sind Weisheiten, das sind Redewendungen, die gibt es so auf der Welt schon. So, in diesem Sinne habe ich leider nur noch 8 Sekunden. Ich mag, ey, mit denen will ich abhängen. Aber vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis in 5 Jahren vielleicht. Da habe ich aber selber einiges noch zu tun, damit ich mit ihm abhänge, so, weißt du? Aber das inspiriert mich gerade mega. Eins der geilsten, geil. Ich küsse deine Zirbeldrüse, mein Jutster. Sehr guter Mann. Geiles Video. Feier ich. Starke Geschichte. Liebe. An den Jutsten, an die Community, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Starkes Video. Spaß gemacht, mir das reinzuziehen, mir selbst ein bisschen weh zu tun. War powerful und ich habe das auch gebraucht gerade. Den Talk von ihm habe ich gerade gebraucht, sage ich euch ehrlich.